Schon vor der Partie der Düsseldorfer EG gegen den EAC Red Bull München war einiges los. Ein technischer Defekt löste einen Feueralarm aus. Die Halle musste geräumt werden, aber die über 11.000 Zuschauer konnten noch rechtzeitig zum ersten Bulli in die Halle. Und vom Bulli weg war München das dominierende Team. Und in der fünften Minute kommen die Gäste mit einer Traumkombination zum 1:0 durch Veit Oswald. Die Vorlage von Ben Smith und hier Yasin Elitz, der in seinem 700. DEL-Spiel seinen 300. Assist macht. Klasse abgeschlossen von Veit Oswald. Düsseldorf fehlte der Zugriff in dieser Partie. München strukturierter, gerade im Vorwärtsgang. Und mit dem 2:0 Markus Eisenschmied mit einer Fackel in der 13. Minute auf Vorlage von Nicolas Heigl. Zwar freie Sicht für Henrik Haukeland, aber den Schuss kann auch der norwegische Nationaltorhüter nicht entschärfen. Düsseldorf kommt zum Ende des ersten Drittels zu den ersten Chancen in Überzahl. Das ist Brendan O'Donnell, Niederberger Star, und dann Adam Pearl verpasst das leere Tor. Niederberger mit einer großartigen Leistung in diesem Spiel. Zum Ärger von Thomas Dolak stand es nach 20 Minuten 2:0 für die Gäste aus der bayerischen Landeshauptstadt. Und in der 21. Minute kamen die fast zum 3:0. Das war ganz knapp. Ben Smith vor dem Düsseldorfer Tor wird dann noch leicht gehakt von Viktor Svensson. Glück für die Rheinländer in dieser Situation, die dann ein Powerplay in der 34. Minute hatten, das aber nicht gut spielten. Die dickste Chance in dieser Überzahl für die Gäste aus München. Gut gearbeitet von Elitz. Hager mit der Scheibe auf und davon. 1:2. Hager rüber zu Elitz, aber der verpasst am langen Pfosten. Weil man in der Zeitlupe sieht, die Scheibe ein bisschen zu ungenau und leicht hochgespielt von Hager. Keine Tore im Mittelabschnitt. Toni Söhrholm gab die Richtung vor für den Schlussabschnitt. Da hatte seine Mannschaft 1:22, 5:3. Spielte das ganz ordentlich, aber nicht zwingend genug. Düsseldorf wieder mit 4 Feldspielern und dann trifft Austin Ortega sein 100. DEL-Treffer. Sinan Akdag war gerade von der Strafbank zurückgekommen. Noch 17 Sekunden in der Strafe gegen Alec McCrea. Und dann schlägt Austin Ortega zu, macht das 3:0 in der 42. Minute. Und somit waren die Weichen auf Sieg für die Gäste gestellt. Bislow probierte es nochmal und kam zum Anschlusstreffer durch den Kapitän. Philipp Gugula gab in der 52. Minute seiner Mannschaft nochmal Hoffnung. Der Schuss von der Blauen bleibt hängen und dann Gugula handlungsschnell durch die Beine von Johansson und von Matthias Niederberger, der kaum zu überwinden war in dieser Partie. Und Hoffnung bei Thomas Dolak, aber sie scheiterten immer wieder am gebürtigen Düsseldorfer und deutschen Nationaltorhüter Matthias Niederberger. Hier Ehl gegen Niederberger und nochmal Alex Ehl kurz vor Schluss. Und der Spieler des Spiels bei uns am Mikro. Ich bin insgesamt sehr zufrieden mit dem Spiel. Die Mannschaft hat kompakter als letztes Spiel gespielt. Das haben wir uns vorgenommen. Und dementsprechend geht das in Ordnung, auch wenn wir dann zum Schluss doch noch mal in Druck geraten sind. Ein Tor kriegen wir aus der defensiven Zone. So ein bisschen, was angesprochen wurde auch vorher. Das ist so ein bisschen, kriegen wir die Tore manchmal zu einfach und verpassen dann wieder unsere Chancen zu nutzen vorne. Es ist, wir müssen einfach zu unserem Spiel zurückfinden, viel Lauffreude zeigen, was wir vor der Pause gehabt haben. Und da müssen wir jetzt schnellstmöglich wieder zurückfinden. Mit diesem Sieg klettert München auf Platz 4. Für die Düsseldorfer EG ist es ein Rückschlag im Kampf um Platz 10. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.